Hey Leute, was geht ab? Coffee Time mit Marc Monetti. Eigentlich sollte jetzt das Mikrokeramik-Video kommen, aber da sich mein Final Cut Pro Library abgeschossen hat und das ganze Projekt im Arsch ist, muss ich das alles nochmal von vorne machen. Ich habe 4 Tage oder 4 Abende komplett umsonst gearbeitet und da ich heute keinen Bock hatte auf dieses große Projekt, kommt nämlich jetzt das Kaffee-Video. Also viel Spaß weiterhin und ich bin weiter fleißig im Schneiden. So, ja, die nächste Session geht für mich weiter, für euch ist es aber ein neues Video und zwar mein Kaffee ist noch nicht vorbei. Ich habe immer so eine Oversize Cup, mir ist Kaffee für zwei. Und das Ganze möchte ich noch nutzen, um das Video mit euch weiter voranzutreiben, weil es gibt eigentlich sehr viel zu erzählen. Und ich mache weiter mit dem Thema Oilstop. Ich habe Zuschriften von euch bekommen, wo auch einige gesagt haben, ich habe den Oilstop benutzt, hat bei mir funktioniert, super Produkt, richtig geil. Ich würde euch das gerne mal vorlesen, dass ihr mal so einen Eindruck bekommt, weil mein Gedanke ist auch, den ich pflege, ich möchte euch mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen blicken lassen, was bei mir alles so abgeht, wie ich mit euch auch in Kontakt stehe. Das wird in diesem Video mal ein bisschen mehr kommen, dass ich mal so ein bisschen so die Audios, die ich bekomme, euch zeige und den Chatverlauf ein bisschen präsentiere, weil das zum Teil echt cool ist. Ihr seid coole Jungs, es macht echt Spaß, mit euch in Kontakt zu sein und ich freue mich immer wieder, wenn ich Leuten helfe oder ich von Leuten mitbekomme, so hey, danke für die Hilfe, das hat mir geholfen, das hat was gebracht. Das ist eigentlich so der Hintergrund, warum ich das Ganze so mache. Und ja, da möchte ich euch mal ein bisschen dran teilhaben lassen, weil ich finde es ziemlich nice, dass wir das alles so gemeinsam erarbeiten, sage ich mal. Gefällt mir gut. Gehe ich mal in meine Kommentare hier bei Instagram. Wer mir noch nicht folgt, Instagram, da. @MarcMonetti. Eigentlich ganz einfach. Könnt ihr mir gerne schreiben. Ich bin da sehr gerne aktiv, aus folgendem Grund, weil ich immer Audio schicken kann. Das ist meistens einfacher, als ewig lange zu texten. Und deswegen sehr viel audiomäßig kriegt ihr da von mir zu hören. Macht Spaß. Auch Facebook Messenger geht ab. Den finde ich ein bisschen scheiße, weil die Facebook-App kacke ist. Also wenn ihr könnt, schreibt mir bei Instagram bitte. Wenn ihr mir auch woanders schreibt, manchmal Facebook, müsst ihr derbe lange warten, weil die App nicht funktioniert. Die Nachrichten kommen nicht bei mir richtig an. Ich kriege das manchmal gar nicht mit. Und leider ist das ein bisschen behindert, wenn man über diesen Seitenmanager geht, der nicht richtig irgendwie interagiert. Also ist einfach so, ich melde mich an mit meinen Daten und sage, Fehler, irgendein Quatsch, 3YZ, weiß ich was, so, geht nicht. Deswegen komme ich da irgendwie nicht rein, ich muss das in meinem Laptop machen, ich arbeite aber sehr viel oder bin sehr aktiv mit euch, mit meinem Handy. Also bitte schreib am besten bei Instagram, das ist am einfachsten, oder YouTube-Kommentare oder sowas, weil bei YouTube-Kommentaren können Leute das immer wieder auch sehen, mitlesen, auch sich weiterbilden. Das ist immer ganz nice. So, jetzt habe ich wieder viel zu viel drumherum gelabert, jetzt gebe ich mal hier das Feedback. Lese ich mal vor, das ist super interessant, also ich habe das alles als Gesamtes gescreenshottet. Ich fasse es aber kurz, da hat mich einer angeschrieben und meinte, hey, ich habe ein E60 N52 B25 523i. Motor aktuell 1 Liter auf 1000 bis 1200 Kilometer. Aktuell benutzt er ein 5W30. Ich habe ihm dann ein bisschen gesagt, so 5W40 vom Motul Excess ist ganz geil. Benutzen wir das Wagner Mikrokeramik oder mal den Oilstop. So hat er mir geschrieben. Wagner habe ich mir schon gekauft. So, dann hat er sich die 500 ml Wagner Mikrokeramik geholt und hat erstmal sich bedankt. So habe ich erstmal noch kein weiteres Feedback gehört. Dann hat er mir gesagt, okay, ich habe jetzt ein 5W30 drin gehabt, ich wechsle jetzt auf ein 5W40 Öl und hat er dann 5W40 Öl reingepackt mit dem Wagner Mikrokeramik. Hat mich dann aber noch gefragt, wie sieht das Ganze aus, wie macht man das Ganze, wie mache ich den Ölwechsel. Nochmal sage ich es trotzdem, also Motorcleaner ins alte Öl rein, 20 Minuten laufen lassen, maximal oder 20 Minuten laufen lassen oder auch fahren und dann könnt ihr das alles ablassen. Das heißt, den Motorcleaner mit dem Altöl und dem gelösten Schmutz lasst ihr ab, füllt neues Öl ein und dann macht ihr on top das Mikrokeramik. Eigentlich relativ leicht. So, 10%iges Anteil, 6,5 Liter Ölvolumen, 10% abziehen sind, doof gesagt, 600 ml. Also füllt ihr 5,9 ein, 600 ml Mikrokeramik, habt ihr 10% Anteil und seid glücklich. So läuft das.
So, weil ihr nicht überfüllen sollt, das ist nicht gut für den Motor. Dann schreibt er weiter, Hydros machen Geräusche, ist das normal, fährt viel Kurzstrecke. Und dann habe ich ihm ein bisschen was erzählt zum Kraftstoffeintrag, warum ich auch das dickere Öl bei Kurzstrecke empfehle. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, mache ich später nochmal. So, und dann schreibt er mir, so, ich habe jetzt vor einem Monat den Oilstop von Wagner benutzt und habe jetzt schon 1100 Kilometer runter und immer noch genug Balken, weil er hat immer aufgefüllt, als der Motor gesagt hat, jo, hau ein Liter rauf. So, das war jetzt 27. Oktober 2019. Jetzt habe ich gerade das Ölstop-Video rausgeballert und dann hat er mich nochmal kontaktiert. Super geil, ich finde das super cool, wenn Leute nochmal auf mich zukommen und auf mich, ich finde das super geil, wenn Leute nochmal auf mich zukommen und mir sagen so, das hat was gebracht, das ist immer sehr wertvoll. Weil ich freue mich auch, ich habe nur meine eigene Erfahrung und versuche die halt immer mit euch mitzuteilen. Bloß wenn wir gemeinsam Erfahrungen sammeln und ihr die mit mir teilt, dann kann man halt das Ganze noch mehr validieren, mehr handfest machen und besser den Leuten halt mit an die Hand geben. Das ist so auch ein bisschen der Grund, warum ich das Ganze hier so gestalte und auch sehr viel Freizeit oder sehr viel Zeit da rein investiere. Dann hat er mir jetzt geschrieben, am Freitag, diesen Freitag, was haben wir heute? Sonntag. Am Freitag hat er mir geschrieben, hi, bei mir hat der Ölstop von Wagner auf jeden Fall was gebracht. Vorher hatte ich maximal 1600 Kilometer geschafft, bis er wieder nachfüllen müsste. Jetzt ist es das Doppelte. So, und dann habe ich auch nochmal gesagt, weil mein Test ist ja gerade ein bisschen verrückt. Ihr habt ja mitbekommen, ich bin vorher sehr viel Knallgas gefahren, dann normal und trotzdem habe ich aber noch auffüllen müssen nach der großen Wagner-Tour, also nach 1600 Kilometern. Und aber seitdem bis heute nicht mehr. Und ich bin jetzt 2000 Kilometer gefahren. Und dann habe ich ihm das so gesagt, habe ihm ein Audio geschickt. Und dann hat er mir auch eine Audio zurückgeschickt, dass er im Prinzip, soll ich die mal vorspielen? Spiel die mal vor. Ja, bei mir war es auch genau so. Wo ich das reingetan habe, dann hat der, ich glaube, 100 oder 200 Kilometer mehr gemacht. Und dann, nachdem ich nochmal nachgefüllt habe, danach hat sich das Ergebnis. Hat sich leider vergessen zu erwähnen. Also nach dem zweiten, nach dem Nachfüllen war mehr Kilometer danach. Wie gesagt, vorher hat es so 1600 maximal geschafft und jetzt hat er über 3000 gemacht. Ich glaube 3200 oder sogar 300. Also das Ding hat auf jeden Fall was genutzt. Das ist einmal so ein Feedback, was ich von euch bekomme. Also wenn du es siehst, ich nenne dich jetzt nicht namentlich, denke mal so ein bisschen anonym kann man das schon gestalten. Aber vielen Dank für das Teilen, finde ich super genial. Deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich auch so erfahren habe. Also das erste Mal einfüllen, fahren, dann hat man trotzdem noch den Ölverbrauch. Wenn man dann aber nochmal das Öl aufgefüllt hat, dass daraufhin dann im Prinzip der Oilstop besser, der sich überall schon verteilt halt gearbeitet hat und dann einfach den wirklichen Effekt zeigt. Und was ich auch decke, wie gesagt, 2000 Kilometer habe ich jetzt schon abgespult. Vorher waren es 1600, bis die erste Mal die Lampe kam. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel ich noch fahren werde, aber mein Ölwechsel ist auch bald dran. Corona-Krise hin und her, muss man gucken, wann das Ganze soweit ist. Aber das fand ich ziemlich cool als Feedback. Also vielen Dank für das Feedback, auch für euch nochmal ein bisschen Validierung. Ölstop, das ist ja, ich kann dafür nicht die Hand ins Feuer legen, dass ich sage, nimm es und alle deine Probleme sind gelöst oder so ein Schwachsinn, sondern das ist einfach eine Sache, die man ausprobieren kann und es kann helfen. Wenn es hilft, ist super. Und wenn nicht, dann muss man halt weiter gucken, wo die Ursache liegt. Dann habe ich einen Kommentar unter dem YouTube-Video bekommen, wo einer schreibt, nur mal so als Info an Herr Wagner, sein Advertising hilft. Also eigentlich mache ich das nicht sein Advertising. Also ich habe für ihn auch schon mal gefilmt, die Sachen sind auf seinem Channel, nicht auf meinem. Auf meinem mache ich die Sachen, die ich machen will. Auch wie ich sie will, mit meiner Meinung, da lasse ich mich nicht bezahlen oder kaufen. Der hat aber geschrieben, ich habe vor ein paar Wochen 1 Liter Mikrokeramik und eine Dose Mutterspüling bei ihm gekauft. Ich fasse es ein bisschen kurz. N52B25 und damit behandelt. Ich bin top zufrieden, kommt jetzt in alle unsere Autos, VW Direktanspritzer. Wenn ich mit meinem N52 die Ölproblematik hätte, würde ich den Ölstop definitiv testen. Also das ist so, die Leute sind halt mehr und mehr offen, das merke ich so ein bisschen mit der Zeit, dass so ein bisschen die abschreckende Vorhaltung gegen Additive sich ein bisschen lockert. Finde ich ganz gut, weil es ist halt eine gute Sache. Danke für die Videos, gerne mehr davon. Ausführliche Hintergrundinfos à la, wie wirkt das in meinem Motor und was passiert da genau, interessieren mich sehr. Finde ich super cooles Feedback. Ich habe eine ganze Videoreihe gedreht darüber, über Oilstop, Motor, Cleaner. Ich weiß nicht, ob wir auch Mikrokeramik gemacht haben, weil wir haben da schon so viel drüber.
Tarnbooster, Baktofin, Dieseladditiv. Ich glaube, wir haben das ganze Sortiment oder das, was für uns oder für euch Leute Dieseladditiv, glaube ich, weiß ich, keine Ahnung. Wir haben richtig viel Thematik. Ich sitze noch auf dem Haufen Material, das wird in der Zeit noch kommen. Freue mich, dass du da gute Infos rausziehen konntest und dass du mit den Produkten auch zufrieden bist, auch wenn es nicht meine Produkte sind. Finde ich einfach, wie ich in den letzten Videos sagte, einfach cool, dass man gemeinsam so ein bisschen Wissen, ein bisschen Tests validiert und einfach sich gemeinsam unterstützen mit den Problemchen, die man hat, wenn man nicht irgendwie weiter weiß oder sowas. Das ist ganz gut. Dann schreibt einer, kann man damit Ölwanddichtung wieder regenerieren? Habe ich was vermutet, war aber falsch, habe ich auch solches geschrieben. Habe dann die Frage weiter an Walter Wagner geleitet und weil ich das selber nicht beantworten konnte und der hat mir darauf geantwortet. Ich mache das mal so, dass ich euch die Antwort zeige. Ich habe sie zwar in dem Video unten drunter geschrieben, aber das kriegt ihr selber mal zu hören. Hallo Marc, aktuell ist es so, dass der Ölstopp regeneriert undicht die Dichtungen, indem der Weichmacher in die Dichtung eindringt und das abdichtet. Es ist so, dass in der Regel die Ölwanddichtungen keine gummiartigen Dichtungen sind, sondern eher Papierdichtungen sind und dort der Ölstopp keinerlei Wirkung hat. Das heißt, solche Fälle muss man eben abbauen und dann eben frisch abdichten oder neue Dichtung einsetzen. Das kann leider der Ölstopp nicht reparieren. Das ist der Aufwand, das zu machen, ist da, aber letztendlich sicherer, als wie wenn immer Leckagen kommen. Erstens ist es so, dass der Ölstopp natürlich dort nicht eindringen kann. Und wenn jetzt eine Leckage da ist, müsste eine sehr große Ausweitung des Gummis oder Dichtung erfolgen, das zu einer Abdichtung führt. Und das schafft letztendlich der Ölstopp nicht. Es ist nicht möglich, sowas zu machen. Genau, das war einmal die Antwort von Walter Wagner auf die Frage. Ich habe das in dem YouTube-Kommentar so sinngemäß wiedergegeben, um auch da, sag ich mal, Klarheit reinzubringen, wenn einer denkt, okay, unten schwitzt er jetzt an der Ölwanne, kriege ich das Ganze repariert. Nein, geht leider nicht mit dem Ölstopp alleine, weil ja, aus den eben genannten Gründen werde ich jetzt nicht nochmal erläutern. Finde ich aber sehr cool. Ich hoffe, das Feedback kommt bei euch gut an und ihr werdet auch so ein bisschen ja, die Transparenz halt auch feiern. Dass da auch die direkte Weiterleitung der Frage an Walter erfolgt ist, dass er so ein bisschen den Eindruck kriegt, wie das Ganze läuft. Was war noch ganz geil? Vor 5 Stunden. Ah, okay, also hat er sich bedankt, das habe ich noch gar nicht gelesen. Vielen Dank, klasse von Wagner. Den Kommentar fand ich richtig geil. So hat mir einer geschrieben: Gutes Video, wie immer, Marc. So ein V3 wäre schon echt was Feines. Wird aber wohl ein STX bei mir. Vielleicht könntest du mal bei den nächsten Videos das Intro ein wenig leiser machen. Wenn ich auf dem Sofa sitze, fliegt mir im Intro immer das Subwoofer um die Ohren. Ansonsten top. Ja, ich habe nämlich ein neues Intro gebaut, um ein bisschen mehr, ja, ein bisschen neue Stimmung reinzubringen und ein bisschen mehr Bums soll das Ganze haben. Dass er jetzt mit dem Subwoofer dass ihm die Subwoofer jetzt um die Ohren fliegt, das wusste ich nicht. Ich werde mal im nächsten Video ein bisschen darauf achten, dass ich da mehr die Angleichung schaffe. Eigentlich soll das alles relativ ähnlich sein, aber ich mache meistens den Videoschnitt mit Kopfhörern. Da wirkt das alles ein bisschen anders, aber ich werde das mal ein bisschen für dich runterregeln. Und ja, ziemlich cooles Feedback. Vielen Dank dafür. Ach ja, da fragt mich auch einer, das stimmt auch. Und zwar hat einer geschrieben: Hallo Marc, der Gutschein bei Wagner ist ja nur einmal gültig. Könntest du bitte nachverhandeln? So grob gesagt. Ja, tatsächlich ist es so, dass der ursprüngliche Code mit dem 12% von Wagner mir und uns gewährt worden ist für eine bestimmte Laufzeit, für, ich glaube, ein Jahr ursprünglich. Hab schon mal nachverhandelt, dass ich sage, ey, die Leute haben Bock drauf und die Nachfrage ist halt da, dass sie da gern was haben, weil eigentlich gibt Wagner grundsätzlich keine Rabattcodes, außer sie haben irgendwie meine Weihnachtsaktionen, da waren es, wenn überhaupt, 10%, das dann mal so als Info. Die 12% waren exklusiv für uns und meinen Kanal und unsere gemeinsame Community. Und der ist halt nur für die Erstbestellung. Also für die erste Bestellung ist die 12%ige auf den gesamten Warenkorb gültig. Dass ich da mal nachverhandeln soll. Also ich muss da mal gucken, dass ich da mich mit Walter nochmal auseinandersetze, dass der mehrfach funktioniert, weil ob ich das durchkriege, weiß ich echt nicht. Wäre natürlich cool, mehrfach, dann könnt ihr nämlich dauerhaft sparen.
Ansonsten habe ich ihm halt eine gute Antwort gegeben. Und zwar, ich habe noch einen 10% Code, das ist besser als nichts. Den habe ich dann mit angehängt. Also wer die 12 nicht kriegt, kann jetzt hier die 10% nutzen. In dem Fall leider sehr unkreativ. Mark Monetti 10 statt Mark Monetti 12. Also für den einen oder anderen mal ein Trick 17 um die Ecke. Aber ich versuche mal da das Gespräch mit Walter zu suchen und vielleicht kriege ich dann noch was anderes ausgehandelt. Das wäre natürlich ganz gut, um dann so ein bisschen das Geben und Nehmen so auf die Beine zu stellen. Da hat mich jemand was zum Thema Chiptuning gefragt. Chiptuning ist auch ein riesengroßes Thema. Eigentlich auch sehr interessant. Ich selber habe bei meinem 330i kein Chiptuning. Die Software ist Serie. Da wollte ich eigentlich auch nicht ran, wobei ich aber schon überlegen bin, da mal ein bisschen was zu machen. 102-Oktan-Anpassung, bisschen mehr Drehmoment, anderes Ansprechverhalten und Kennfeld oder Kennlinie auf dem Gaspedal und sowas. Da lässt sich auf jeden Fall bei dem N52 was machen. Auch wenn es im Summe nicht so viel PS sind, aber ob ich das Ganze mache, weiß ich noch nicht. Der Punkt, wo ich was zu einer Leistungssteigerung sagen kann, ist, ich hatte vorher ein E81, 21 Diesel und bei dem Wagen habe ich ein Chiptuning vorgenommen. Es war der N47 D20 mit 177 PS. Habe dann den Performance Ladeluftkühler eingebaut und dann ein Chiptuning auf 235 PS und ich glaube 450 Newtonmeter. Also das Ding hatte dann schon ganz gut Bums und das war auch echt geil optimiert. Also das war der Chiptuner, der Forum-Tuner aus dem Einser-Forum. MS Chiptuning heißt der. Fand ich echt ganz gut. Ich habe diese Partie gefiltert, war bei mir weiterhin drin, aber der Ladeluftkühler hat ein bisschen so die thermische, ja, den thermischen Hitze, sagen wir, ein bisschen reduziert. Geil an dem Tuning war tatsächlich, dass das so programmiert war, dass der benzinmäßig programmiert war. Super geil. Das heißt, wenn man ich hatte einen Schalter, wo man durchgeschaltet hat, die kurzen Drehzahlmomente. Dann war es wirklich so, zweiten Gang, dritten Gang, vierten Gang. Dieser Wechsel von diesen drei Gängen war so geil gemacht, dass du einfach vom Boost in den Boost in den Boost gefahren bin. Und der war auch so gemacht, dass er oben rum halt richtig die Leistung generiert. Also mit der Drehzahl nochmal mehr Bums kommt. Und nicht nur das reine Drehmoment-Peak bei 2000 oder sowas von. Da hat er mich kurz rausgeschmissen. Wenn du so geschaltet hast, zweiten Gang, dritten Gang, vierten Gang, diese Momente waren einfach so geil, weil obenrum mit dem Drehzahl die Leistung kam. Also zweiten ausgedreht, dritten rein, war da so abgestimmt, dass du dauerhaft Power hattest und sehr benzinmäßig abgestimmt. Das hat echt Spaß gemacht und der war auch echt fix. Ich habe keine Zeiten gemessen, das weiß ich leider nicht. Top Speed war auch nice, der ging im sechsten in den Begrenzer rein bei 255 GPS. Also ich hatte auch diese V-Effizienzanzeige drin, lief 255 GPS. War schon flott, aber das Komische bei dem Motor war einfach, dass er je nach Tageslaune mal richtig krass lief und dann halt wieder gar nicht gut. Und das ist aber immer wieder mir aufgefallen bei den Dieseln, dass er mal easy die 240 machte, ohne Chiptuning, 245, 47 war Max laut Tacho. Und dann nächste Tag vor 2:30 Ende. Und da ging halt nichts. Da konntest du prügeln und Gas geben, da ist nichts passiert. Und das war mit dem Chiptuning genauso. Manchmal lief er 2:50, 2:55, manchmal lief er nur 2:45 oder sowas laut Tacho, was er vorher dann auch mal gemacht hatte. Das ist immer so ein Spiel gewesen. Ja, Chiptuning. Natürlich mehr Belastung für das Material, es kommt darauf an, wie man fährt. Was mir nur persönlich aufgefallen ist, das ist das Einzige, was ich mit euch teilen möchte, worüber man nachdenken sollte, wenn man Chiptuning macht. Und zwar, du veränderst was an der Software und du weißt, dass das Ganze, wenn du es dauerhaft abrufst, eine Mehrbelastung darstellt. So, und da ist genau der Punkt. Du weißt halt, dass du mehr deinem Material abforderst und mehr abverlangst. Und bei mir war es vorher so, ich habe damals in Bremen studiert und bin immer gependelt am Wochenende hin und her. Und dann bin ich immer die Autobahn 70 Kilometer frei, nachdem sie 5 Jahre die scheiß Baustelle hatten, bin ich immer geballert. Hatte ich endlich mal Spaß. 70 Kilometer, unbegrenzte Autobahn, traumhaft. Und die habe ich immer, gib ihm, volles Rohr, voll abgerufen. Und dann habe ich auch immer Gas gegeben. Also ich bin im sechsten Gang und dann, wenn keine Leistung mehr da war, dann war halt die 240 oder bergab 245 oder so, waren halt auf dem Tacho. Und das macht mir Spaß, auch über lange Zeit halt schnell zu fahren. Als ich dann mein Chiptuning drin hatte und ich hatte die Möglichkeit, dauerhaft schnell zu fahren, war es so, ich habe mal voll durchgeladen und dann fuhr ich dann 255 und dann dachte ich mir so, oh,
das ist jetzt schon echt hart. Dann ist er auch einmal in Notlauf gegangen, weil er zu heiß geworden ist. Also der Temperatursensor hinter Cut, also hinter den DPF, war zu hoch oder sowas oder davor, keine Ahnung, ist schon ein bisschen länger her. Und dann wusste halt schon so, okay, Material, ne? Einmal aus, angemacht und sowas. Und dann bin ich halt danach so 220 gefahren, was total Banane ist, weil vorher bin ich immer 250 gefahren, wir sind 245. Und das ist so ein Gefühl, was du dabei hast, wenn du gerne mal auf den Pinsel trittst und auch die Leistung abrufst, du aber weißt, du hast jetzt ein Chiptuning gemacht, sowas bei mir jedenfalls, und du dann dauerhaft die Leistung abrufen möchtest, du weißt aber, du hast halt nochmal so die 20% mehr Leistung. Dann ist auch nochmal eine 20% mindestens mehr Belastung auf das ganze Material. Und da fing für mich so der Punkt an, mache ich das jetzt immer? Weil, ja, wenn du überlegst, du fährst eine Viertelstunde lang, keine Ahnung, sechster Gang im Begrenzer mit 2,55, dann brauchst du nicht dich wundern, dass da irgendwie du an der Verschleiß- oder an der Leistungs- oder an der Materialgrenze unterwegs bist. Und die Sicherheitsreserve, die dann eingebaut war durch den Originalzustand, ist halt so, das fährst du einfach. Du weißt auch, dass es nicht dauerhaft gut ist, aber das Gefühl ist nicht so da, wie wenn du das letzte noch rauskitzelst. Das war ein Punkt, der hat mich eher psychologisch getriggert. Und die Leistung war geil, die Entfaltung war geil, aber ich bin dadurch eigentlich manchmal entspannter gefahren als vorher, weil ich mehr darauf geachtet habe, den Wagen nicht unnötig krass zu verschleißen. Ein verrücktes Spiel. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Das würde mich mal interessieren, ob ihr auch solche Macken habt, wie ich sie habe, oder ob euch das nicht juckt und ihr einfach auf den Pinsel tretet und einfach Vollgas gibt. Ja, das war es mal so von Coffee Time 2. Kaffee leer, Mund fusselig gelabert. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr hattet so ein paar interessante Punkte, die euch interessiert haben. Boah, richtig gutes Deutsch. Und wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr kommentiert mit dem Hashtag CoffeeTime. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis bald. Peace.